Die Herrschaft der Hohenzollern ist beendet. Die rote Fahne weht auf dem Berliner Stadtschloss. Karl Liebknecht verkündet die Freie Deutsche Sozialistische Republik. Bittere Erfahrungen und harte Arbeit gingen diesem Sieg voraus. Das Deutsche Kaiserreich vollzieht eine rasante Industrialisierung. Es holt rasch auf gegenüber seiner Konkurrenten England und Frankreich. Mit der Industrialisierung wächst auch eine revolutionäre Klasse in Deutschland heran. Lange schwitzen sie in den Fabriken der Kapitalisten. Riesig ist der Reichtum, den sie schaffen. Ihnen selbst bleibt davon aber nur so viel zum Leben. Elendig sind die Zustände. Aber das deutsche Proletariat ist nicht wehrlos. Es organisiert sich in einer starken Partei. Diese ist die SPD. Klare Zielsetzung: Sozialismus. Wir sind an der Wende zum 20. Jahrhundert. Die SPD hat mit starken Persönlichkeiten wie August Bebel und Wilhelm Liebknecht eine Führung, die im stolzen Erbe von Marx und Engels steht. Über ein Jahrzehnt vergeht. Deutschland hat seine Konkurrenten bei der Industrieproduktion mittlerweile überholt. Der Kapitalismus hat sein finales Stadium erreicht: den Imperialismus. Die Monopolkapitalisten der führenden Nationen dürsten nach Kolonien und neuen Absatzmärkten. England und Frankreich verfügen über ein riesiges Kolonialreich. Millionen von Menschen werden hier unter den Bajonetten der Besatzer versklavt und für Regelverstöße auf das Grausamste bestraft. Deutschland als Spätzünder verfügt nur über ein vergleichsweise kleines Kolonialreich. Hier sehen wir den Vergleich im Jahr 1914. Frankreich herrscht über 11 Millionen Quadratkilometer, England schon über 34 Millionen Quadratkilometer, Deutschland unterjocht weltweit gerade einmal 3 Millionen Quadratkilometer. Diese Herrschaften hier sind deutsche Monopolkapitalisten. Sie wollen, dass diese Menschen künftig nicht mehr unter britischem Stiefel stehen, sondern unter ihrem. In ihrer Grausamkeit stehen sich die Imperialisten in nichts nach. Hier sehen wir Kämpfer der Herero, die gegen die deutschen Kolonialtruppen aufbegehren. Hier liegen sie schon in Ketten. Und hier bleiben nur noch ihre Schädel. Das sind die Überlebenden des Völkermordes. Von 1904 bis 1908 werden von den schätzungsweise 80.000 Herero 75% ermordet. Die Schädel der Toten gehen nach Berlin zu Forschungszwecken. Deutschland mit seinem kleinen Kolonialreich ist den Monopolkapitalisten viel zu eng geworden. Sie streben nach der Führungsposition. Sie wollen die Weltmacht. Der deutsche Imperialismus ist deswegen besonders aggressiv. Ein Anlass zum lange vorbereiteten Krieg findet sich im Juli 1914. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers bildet den Auftakt. Deutschland
Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich bilden das Kriegslager der Mittelmächte. Frankreich, England und das zaristische Russland bilden die Entente. Die beiden Kriegslager ringen um die Weltmacht. Der Sieger wird oberster Sklavenherr über Millionen von Menschen. Die Arbeiterbewegung kennt die Machenschaften der Imperialisten schon seit Jahren. Gegen die Kriegsvorbereitungen mobilisiert die SPD tausende Streiks, wie hier in Halle im Jahr 1910. Der Staat schlägt gnadenlos zu. Beim Sozialistenkongress von Basel schwören die anwesenden Parteien im Jahr 1912: Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen. Doch der Imperialismus dient nicht nur der Expansion nach außen. Zynisch, aber ehrlich, verrät der geistige Vater des britischen Imperialismus, Cecil Rhodes, worum es noch geht. Ich war gestern im Ostende von London und besuchte eine Arbeitslosenversammlung. Und als ich nach den gehörten wilden Reden, die nur ein Schrei nach Brot waren, nach Hause ging, da war ich von der Wichtigkeit des Imperialismus mehr denn je überzeugt. Meine große Idee ist die Lösung des sozialen Problems, das heißt, um die 40 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs vor einem mörderischen Bürgerkrieg zu schützen, müssen wir Kolonialpolitiker neue Ländereien erschließen, um den Überschuss an Bevölkerung aufzunehmen. Und neue Absatzmärkte für die Waren, die sie in ihren Fabriken und Minen erzeugen. Das Empire, habe ich stets gesagt, ist eine Magenfrage. Wenn sie den Bürgerkrieg nicht wollen, müssen sie Imperialisten werden. Der Imperialismus wird zu einer Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung. Mit den enormen Profiten aus der Ausbeutung der Kolonien kauft sich der Imperialismus einen Teil der Führungsschicht der Arbeiterbewegung. Wir wollen keinen Krieg. Nieder mit dem Kriege. Hoch die internationale Völkerverbrüderung. Während die SPD in den Julitagen noch Antikriegskundgebungen abhält, hintergehen die SPD-Führer die Arbeitermassen hinter den Kulissen. Die rechten Mehrheitsführer der SPD führen bereits Geheimverhandlungen mit der kaiserlichen Regierung. Der deutsche Imperialismus will mit dem Krieg keine Zeit verlieren. Reichskanzler Bethmann-Hollweg merkt an: Sonst kriege ich die Sozialdemokraten nicht mit. Am 4. August 1914 stimmt der Reichstag über die Bewilligung der Kriegskredite ab. Mit donnerndem Hurra erheben sich die reaktionären Parteien. Auch die SPD stimmt geschlossen für den Krieg. Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus viel, wenn nicht alles, auf dem Spiel. Wir lassen in der Stunde der Gefahr das Vaterland nicht im Stich. Wie verlogen diese Rechtfertigung für den selbst losgetretenen Krieg. Zeitgleich mit der Abstimmung marschiert das kaiserliche Heer bereits in das neutrale Belgien ein. Was Belgien mit Russland zu tun hat, können die Sozialchauvinisten nicht beantworten. Die Gewerkschaften streiken nicht, sondern unterstützen ebenfalls den Burgfrieden. Auch die französische Sozialdemokratie wechselt die Seiten. Die Partei Lenins in Russland hingegen bleibt dem Internationalismus treu. In zynischer Weise beruft sich die SPD auf die angebliche Kriegsbegeisterung in den Volksmassen, begründet so sogar die eigene Zustimmung zu den Kriegskrediten, obwohl sie vorher etwas ganz anderes gefordert hat. Mit 110 Abgeordneten ist die SPD die stärkste Fraktion im Kaiserlichen Reichstag. Durch den Fraktionszwang wechseln diese geschlossen auf die Seite des Sozialchauvinismus. Die Partei wechselt die Farbe. Doch einer bereut das zutiefst. Karl Liebknecht ist gegen den imperialistischen Krieg, hat sich aber dem Fraktionszwang gebeugt.
Während die deutschen Arbeiter auf dem Schlachtfeld auf ihre Brüder schießen, rückt am 2. Dezember 1914 die zweite Abstimmung über die Kriegskredite heran. Karl Liebknecht setzt das Signal. Er verweigert als einziger Abgeordneter öffentlich wirksam die Zustimmung. Der Reichstag tobt, Liebknecht wird von allen Parteien beschimpft, auch von der SPD. Das Signal zeigt Wirkung. Es gibt außerhalb der Reichstagsfraktion noch andere loyale Marxisten in der SPD. Doch sie sind zerstreut und nur schlecht vernetzt. Nun gruppieren sie sich um Liebknecht, darunter hervorragende Genossen wie Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, Leo Jogisches, Käthe und Hermann Dunke, Hugo Eberlein und viele andere. Trotz Belagerungszustand und strenger Zensur bringen sie eigene Zeitungen und Broschüren heraus. Sie formieren sich in der Gruppe Internationale in der SPD. Und das sind die Feinde in den eigenen Reihen. Die wichtigsten Köpfe der Sozialchauvinisten: Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Noske und Eduard David. Im Gefängnis schreibt Rosa Luxemburg die Junius-Broschüre. Hier legt sie die Machenschaften der Sozialchauvinisten bloß. Über das russische Schreckgespenst der Chauvinisten spottet sie: Was jedoch die Annexionsgelüste des Zaren gegenüber dem Deutschen Reich betrifft, so könnte man ebenso gut annehmen, Russland beabsichtige, Europa oder auch den Mond zu annektieren. Was also die befürchtete Verhaftung und lebenslängliche Verbannung der deutschen Genossen nach Sibirien sowie die Einführung des russischen Absolutismus im Deutschen Reich betrifft, so sind die Staatsmänner des Blutzaren bei aller geistigen Inferiorität bessere historische Materialisten als unsere Parteiredakteure. Sie legt bloß, dass die deutsche Kriegserklärung den in Russland verhassten Zarismus vor der Zerschlagung gerettet hat. Mit chirurgischer Präzision entlarvt sie die Ursachen des Krieges. Nicht um die Existenz und die freiheitliche Entwicklung Deutschlands handelt es sich in diesem Kriege, wie die sozialdemokratische Fraktionserklärung sagt. Nicht um die deutsche Kultur, wie die sozialdemokratische Presse schreibt, sondern um jetzige Profite der Deutschen Bank in der asiatischen Türkei und künftige Profite der Mannesmänner und Krupp in Marokko. Karl Liebknecht widmet sich besonders der Arbeiterjugend. Sie verachtet den Krieg von allen am meisten und verteilt eifrig die illegalen Flugblätter. Burgkrieg, nicht Burgfrieden. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Die Stimmung in Deutschland wandelt sich. Von der Kriegsbegeisterung ist nichts mehr übrig. Die Gruppe Internationale wird zur Spartakus-Gruppe. Aber es existiert noch eine andere Opposition in der SPD. Ihre wichtigsten Köpfe sind Georg Ledebur, Karl Kautsky und Eduard Bernstein. Sie positionieren sich genau zwischen den Sozialchauvinisten und Spartakus. Als Liebknecht mutig gegen den Krieg stimmte, fielen sie ihm in den Rücken. Sie selbst verlassen bei späteren Abstimmungen über die Verlängerung der Kriegskredite nur den Saal und drücken sich vor einem Nein. Liebknecht charakterisiert sie als Korb voll Flöhe. Erst als die Kriegsstimmung sich allgemein wendet, stimmen sie mit Nein. Für diesen kleinen Ungehorsam werden sie von den Sozialchauvinisten um Ebert Scheidemann aus der Reichstagsfraktion ausgeschlossen. Die Zentristen wollen zwar in Worten den Krieg beenden, aber ihre Opposition beschränkt sich auf Reden im Parlament. Direkte Aktionen gegen den Imperialismus wollen sie nicht. Man nennt sie deswegen auch Sozialpazifisten. Zum 1. Mai 1916 sieht ihr Vertreter Ledebur keine Stimmung in den Massen für einen Antikriegsprotest. Trotz Verbot spricht Karl Liebknecht am 1. Mai öffentlich in Berlin. Tausende Arbeiter strömen trotz Strafandrohungen zum Potsdamer Platz. Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Es wird verhaftet und zur Festungshaft verurteilt.
Selbst in den Schützengräben wird der internationale Kampftag der Arbeiterklasse in Ehren gehalten. Die Kriegsstimmung verschlechtert sich weiter. Während Krupp und andere Rüstungsmonopole am Krieg noch reicher werden, geht der Hunger in Deutschland um. Die Lebensmittel werden immer knapper. Viele Väter kehren nie wieder zu ihren Familien zurück. Krupp und Co. aber machen Bombengeschäfte. Ein Volk macht derweil mit seiner Ausbeuterklasse Schluss. Russlands Arbeiter und Bauern drehen die Gewehre um. Mit einer mächtigen und ideologisch klaren Partei an ihrer Spitze nehmen sie die Macht in ihre Hände. Der Führer dieser Revolution ist Wladimir Iljitsch Lenin. Lenin reicht allen Völkern der Welt die Hand zum Frieden. An der deutsch-russischen Frontlinie kommt es zu Szenen der Verbrüderung. Die deutschen Imperialisten aber wollen keine Verbrüderung. Trotz Friedensverhandlungen. Die deutschen Imperialisten annektieren äußerst brutal Gebiete von Russland. Wieder ein 1. Mai, diesmal 1918. Hier sehen wir deutsche Kriegsgefangene in Moskau. Sie glauben die Lügen von der Vaterlandsverteidigung nicht mehr. Sie haben sich bereits für die richtige Seite entschieden. Sie verteidigen die Sowjetmacht als ihren eigenen sozialistischen Staat. Die Oktoberrevolution inspiriert auch die deutschen Arbeiter. In Deutschland hat sich in den letzten 2 Kriegsjahren viel getan. Zwischenzeitlich hat sich die SPD gespalten. Nach dem Rausschmiss aus der SPD-Reichstagsfraktion haben die Zentristen um Ledebur eine eigene Partei gegründet. Sie nennen sich Unabhängige Sozialdemokratische Partei. USPD. Die Spartakusgruppe schließt sich ihr an, bleibt aber inhaltlich eigenständig. Im Januar 1918 streiken die Munitionsarbeiter.
Spartakus macht ihnen klar, dass die Arbeiter hier die Waffen gegen die Sowjetmacht schmieden, gegen sich selbst. Die Sozialchauvinisten in der Streikleitung fallen den Arbeitern in den Rücken. Den unaufhaltsamen Kollaps des Kaiserreiches können sie aber nicht verhindern. Ludendorff und Hindenburg erkennen, dass die militärische Niederlage nicht zu verhindern ist. Der imperialistische Krieg soll in einen imperialistischen Frieden verwandelt werden, bei Beibehaltung der alten Gesellschaftsordnung. Hunger und Elend sind schlimmer als gewohnt. Die herrschende Klasse kann nicht mehr in der alten Weise weiter regieren. Die beherrschte Klasse will nicht mehr weiter regiert werden. Die revolutionäre Situation, wie Lenin sie beschreibt, ist da. Viele Arbeiter vertrauen den Chauvinisten der SPD aber immer noch. Als letzte Verzweiflungsmaßnahme nimmt der neue Reichskanzler, Prinz Max von Baden, die Verräter um Ebert und Scheidemann im September in die Regierung auf. Am 23. Oktober wird Karl Liebknecht aus der Haft entlassen. Die sowjetische Botschaft in Berlin wird angewiesen, Karl Liebknecht auf der Stelle Glückwünsche zu übermitteln. Gezeichnet von Lenin, Sverdlov und Stalin. Das revolutionäre Signal kommt Anfang November aus Kiel. Die Matrosen wollen sich nicht verheizen lassen und meutern. Ein letztes Mal versucht Gustav Noske, die revolutionären Matrosen mit den herrschaftstreuen Offizieren zu versöhnen. Die meuternden Matrosen werden verhaftet. Anders als von Noske erhofft, entflammt sich so die Revolution aber erst recht. Die ganze Flotte und die Arbeiter von Kiel solidarisieren sich mit den Festgenommenen. Am 7. November flucht Friedrich Ebert über die Revolution. Ich aber will sie nicht. Ja, ich hasse sie wie die Sünde. Von Kiel ergreift die Revolution alle großen Städte. Leipzig, Wilhelmshaven, Hamburg, Rostock, Stuttgart, München, Ulm, Frankfurt am Main, Halle, Magdeburg, Erfurt, Köln, Saarbrücken, das Ruhrgebiet. Und schließlich am 9. November Berlin. In ganz Deutschland bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Eingeschüchtert von der Macht der Arbeiter und Soldaten ergeben sich die kaiserlichen Autoritäten und die Polizei kampflos. Das Berliner Garderegiment schießt nicht auf die Demonstranten. Karl Liebknecht spricht vor dem Berliner Stadtschloss. Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Er wiederholt die Rede vom Balkon des Schlosses und mahnt die Arbeiter und Soldaten. Gebt die Waffen nicht aus der Hand. Die Macht in der Hand der Arbeiterklasse, was kann jetzt noch schiefgehen? Es lebe die Deutsche Republik! Philipp Scheidemann, auch er proklamiert eine Republik. Von Sozialismus ist hier aber nichts zu hören. Der ist auch wieder dabei, Friedrich Ebert. Vor 2 Tagen war ihm die Revolution die schlimmste Sünde. Die SPD fordert Ruhe und Ordnung. Übersetzt heißt das, Arbeiter geht nach Hause, wir machen das schon. Hier im Zirkus Busch in Berlin findet die Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte statt. Karl Liebknecht warnt vor der Gegenrevolution und den Verrätern um Ebert. Einigkeit zwischen Proletariat und herrschenden Klassen opfert das Proletariat. Einigkeit mit Verrätern bedeutet Niederlage. Nur gleichgerichtete Kräfte stärken sich durch Vereinigung.
einander widerstrebende Kräfte zusammenzuketten, heißt sie lähmen. Einigkeit, Einigkeit, brüllt die Mehrheit der Anwesenden. Die Sozialchauvinisten und die rechten USPD-Führer setzen sich durch. Ausgerechnet Ebert wird in den Rat der Volksbeauftragten gewählt. Arbeiter und Soldaten schützen den Volksbeauftragten Ebert in der Reichskanzlei. Im Inneren des Gemäuers nimmt Ebert am 10. November Kontakt zu General Gröner von der obersten Heeresleitung auf. Beide Männer sind sich einig, die Macht der Räte soll beseitigt werden. All das geschieht heimlich. Die SPD-Verräter suggerieren der Arbeiterklasse, dass alle Revolutionsziele schon erreicht sind, auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Die Sozialisierung marschiert, verspricht die SPD. Sehen wir uns diesen Aushang aus der Zeit an. Die Sozialisierung ist da. Das Reich wird dafür sorgen, dass überall nach den Forderungen des Gemeinwesens nirgends im kapitalistischen Privatinteresse gewirtschaftet wird. Und das ist Sozialismus. Alles Lug und Betrug. Diese Herren am Tisch der Sozialisierungskommission vergesellschaften nicht einen Betrieb. Karl Liebknecht stellt am 21. November in der Roten Fahne den Charakter der Novemberrevolution klar. Ihre politische Form ist die einer proletarischen Aktion. Ihr sozialer Inhalt der einer bürgerlichen Reform. Aufgabe des sozialistischen Proletariats ist, den rückständigen Inhalt auf die höhere Stufe der fortgeschrittenen Reform zu heben, die Revolution zur sozialen Revolution zu steigern. In zahlreichen Zechen im Ruhrrevier setzen die Arbeiterräte die Direktoren und leitenden Angestellten ab. Die Schwarzkopfarbeiter in Berlin tun es ihnen gleich. In den Leunawerken werden fundamentale Mitbestimmungsrechte und der 8-Stunden-Tag durch Streiks durchgesetzt. Andere Betriebe folgen dem Beispiel. Die Kapitalisten reagieren mit wütenden Flugblättern über die wilden Streiks. Ebert erhält von den Kapitalisten laufend Telegramme, die sich über Streiks beklagen. All diese Aktionen sind vereinzelt. Es fehlt die zentrale Arbeitermacht gegen die Monopolkapitalisten. Einer von ihnen, Hugo Stinnes, schließt ein Abkommen mit den Gewerkschaften. Seine Forderung: Verzicht auf Vergesellschaftungen der Produktionsmittel. Kooperation statt Klassenkampf. Den 8-Stunden-Tag gibt es nur mit diversen Wenn und Aber. Der rechte Gewerkschaftsführer Karl Legien stimmt zu. Die Geburtsstunde der heutigen Sozialpartnerschaft. Pikant an diesem Pakt, er erfolgt just in dem Moment, als die Bourgeoisie sich in einem Moment der Schwäche und einer denkbar schlechten Verhandlungsposition befindet. Der gleiche Stinnes gründet die antibolschewistische Liga. Er verbreitet Hetze gegen Spartakus und bezahlt konterrevolutionäre Mörderbanden. Diese Anzeige erscheint sicher nicht zufällig am 5. Dezember im sozialdemokratischen Vorwärts. Und da sind sie. Wir sind am Anfang des Dezember von 1918. Die konterrevolutionären Truppen haben sich formiert. Sie wüten in Berlin und verbreiten Angst und Schrecken. Bereit zum Putsch gegen die Rätemacht. Und wer heißt sie herzlich willkommen? Friedrich Ebert. Gustav Noske, hier ohne Pickelhaube, ist auch nicht weit. Die rote Fahne ruft zum Selbstschutz der Arbeiter auf. An Weihnachten schlägt die Konterrevolution zu. Sie greift die Matrosen im Stadtschloss an. Diese verteidigen sich tapfer. Revolutionäre Arbeiter eilen ihnen zur Hilfe. Tapfere Frauen stellen sich den halbwüchsigen Konterrevolutionären in den Weg. Mit vereinten Kräften wird der Putschversuch entwaffnet. Dennoch, die Situation wird immer brenzliger. Lange genug hat die SPD die Revolution verschleppt und nun der neu formierten Armee der Kapitalisten preisgegeben. Sie wollen die Räte durch die Wahlen zur bürgerlichen Nationalversammlung liquidieren, der Arbeiterklasse ihre Machtorgane wieder entreißen und die kapitalistischen Verhältnisse wiederherstellen.
Die USPD steht in der vorgeblich sozialistischen Regierung untätig daneben und dient ihr als linkes Alibi. Mit reaktionären Beschlüssen entmachten sich die Räte selbst. Große Teile der Arbeiter und Soldaten sind sich immer noch ungewiss. Die Bereitschaft zur Verteidigung der Revolution ist da, aber den Feind in den eigenen Reihen erkennen sie noch nicht. Ihnen fehlt das revolutionäre Zentrum. Noch am 11. Oktober 1918 schreibt Lenin in der Prada: Das größte Unglück und die größte Gefahr für Europa bestehen darin, dass es dort keine revolutionäre Partei gibt. Ende Dezember ist es endlich soweit. Hier im Festsaal des preußischen Abgeordnetenhauses wird die KPD gegründet. Die endgültige Trennung der Revolutionäre von den Halbheiten der USPD. Alle noch vorhandenen Hoffnungen, die USPD entscheidend zu verändern, sind vergangen. Das Parteiprogramm wurde schon Mitte Dezember von Rosa Luxemburg ausgearbeitet. Hier kurz die wichtigsten Punkte. Entwaffnung der nichtproletarischen Kräfte. Beschlagnahme der Waffen und Rüstungsbetriebe durch die Räte. Bewaffnung aller Arbeiter und Bildung der Roten Garde. Revolutionstribunal gegen die Kriegsschuldigen. Bekämpfung des Hungers durch Beschlagnahme von Lebensmitteln. Abschaffung der Einzelstaaten, Deutschland als einheitliche sozialistische Republik. Ersetzung der bürgerlichen Parlamente durch die Wahl der Räte. Enteignung des Adels. Gleichberechtigung von Mann und Frau. 6 Stunden Arbeitstag. Enteignung der Großbauern und Förderung von Genossenschaften. Enteignung aller Banken, Bergwerke und Großbetriebe durch die Räterepublik. Übernahme des Verkehrswesens. Wahl von Betriebsräten zur Übernahme der Leitung. Zentrale Streikkommission zur Verdrängung der Bourgeoisie. Aufnahme von Beziehungen zu den Bruderparteien. Rosa Luxemburg betont nochmals: Die wirtschaftliche Umwälzung kann sich nur als ein von der proletarischen Massenaktion getragener Prozess vollziehen. Die nackten Dekrete oberster Revolutionsbehörden über die Sozialisierung sind allein ein leeres Wort. Nur die Arbeiterschaft kann das Wort durch eigene Tat zum Fleische machen. Endlich wieder bei Marx. Endlich befindet sich die revolutionäre Arbeiterbewegung in Einklang mit Lenin. Der Kampf gegen den Imperialismus ist eine hohle, verlogene Phrase, wenn er nicht unlöslich verknüpft ist mit dem Kampf gegen den Opportunismus. Am 29. Dezember ist die USPD gezwungen, aus der Regierung auszutreten. Die USPD-Männer werden durch die härtesten Sozialchauvinisten ersetzt. Einer von ihnen ist Noske. Die Hetze der SPD gegen die KPD und Spartakus nimmt ungeheuerliche Züge an. Die Bourgeoisie will die KPD auf der Stelle beseitigen. Die SPD-Führung folgt den Befehlen ihrer Meister. Es beginnt mit einer Provokation. Emil Eichhorn ist seit der Revolution Polizeipräsident Berlins und genießt bei Arbeitern und Soldaten breites Vertrauen. Er sympathisiert mit der KPD und mit Lenin. Gute Gründe für die SPD, ihn zu beseitigen. Arbeiter, Parteigenossen, es handelt sich hierbei nicht um die Person Eichhorns. Ihr selbst sollt vielmehr durch den Gewaltstreich und den letzten Rest der revolutionären Errungenschaften gebracht werden. Generalstreik der klassenbewussten Arbeiter. Sie ziehen bewaffnet auf die Straße, um die Reste der Revolution zu verteidigen. Angeheizt von einem Spitzel ziehen sie zum Zentrum der Hetze in das Berliner Zeitungsviertel und besetzen den Vorwärts. Karl Liebknecht steckt im Zwiespalt. Die Erhebung der Arbeiter ist unzureichend organisiert. Dennoch stellt er sich an die Spitze.
Trotz Vorwärtsbesetzung hat die SPD immer noch genügend Druckerpressen für ihre Hetze. Jetzt ist unsere Geduld zu Ende. Protest gegen die Gewalttaten der Spartakusbande erscheint in Waffen. Die SPD dreht damit die Tatsachen um. Wie viel Geduld haben diese revolutionären Arbeiter auf den Straßen Berlins bewiesen? 4 Jahre Krieg und Hunger. Und von Anfang an hat die SPD die Revolution hintertrieben. Die weniger klassenbewussten Arbeiter glauben jedoch, dass die Aggression von Spartakus ausgeht. Die SPD ist bereit zum Zuschlagen. Gustav Noske gibt seinen berüchtigten Befehl und geht mit folgenden Worten in die Geschichte ein. Einer muss den Bluthund machen. Ich scheue die Verantwortung nicht. Wir alle wissen, was dann geschieht. Karl und Rosa werden den 15. Januar nicht überleben. Ermordet von den Freikorps im Auftrag der SPD, im Auftrag des Kapitals. Rosas Worte zum Parteitag klingen nach. Es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlaments, einer Nationalversammlung fügen. Sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Spross der Ausbeuterklasse die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie wird ihr Allerheiligstes, ihren Profit und ihr Vorrecht der Ausbeutung mit Zähnen und mit Nägeln, mit jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in dem letzten Weltkrieg an den Tag gelegt hat. Sie wird Himmel und Hölle gegen das Proletariat in Bewegung setzen. Sie wird das Bauerntum gegen die Städte mobil machen. Sie wird rückständige Arbeiterschichten gegen die sozialistische Avantgarde aufhetzen. Sie wird mit Offizieren Metzeleien anstiften. Sie wird jede sozialistische Maßnahme durch 1000 Mittel der passiven Resistenz lahmzulegen suchen. Sie wird lieber das Land in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandeln, als freiwillig die Lohnsklaverei preisgeben. All dieser Widerstand muss Schritt um Schritt mit eiserner Faust und rücksichtsloser Energie gebrochen werden. Der Gewalt der bürgerlichen Gegenrevolution muss die revolutionäre Gewalt des Proletariats entgegengestellt werden. Zu was der Klassenfeind in der Lage ist, zeigen diese Bilder. Dieses ist aus dem Mai 1919. Die von Ebert und Noske beauftragten Mörderbanden gegen die Münchner Räterepublik tragen bereits das Hakenkreuz. Auch die Bourgeoisie der Siegermächte fürchtet die Revolution und will sie erdrosseln. Präsident Wilson von den Vereinigten Staaten von Amerika bietet Deutschland Lebensmittel an, unter der Bedingung, dass die Eigentumsverhältnisse bleiben, wie sie sind. Spartakus enthüllt noch im Dezember 1918 die ganze Wahrheit. Friedrich Ebert selbst ist derjenige, der Präsident Wilson diese Bedingung vorgeschlagen hat. Die ganze Last des Raubfriedens von Versailles wird die Arbeiterklasse tragen, während die Kapitalisten beider Lager sich verständigen. Die Gründung der KPD kam viel zu spät. Das revolutionäre Zentrum fehlte noch. Die Ermordung von Karl und Rosa ist ein bitterer Rückschlag. Doch das Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Die KPD wächst schon bald heran zu einer straff organisierten Kampfpartei und nimmt es mit den großen Herausforderungen ihrer Zeit auf. Die KPD wird zu einer herausragenden Partei der Dritten Internationalen. Im dritten Jahrzehnt nach der Konterrevolution von 1989 sind die Herausforderungen nicht kleiner. Die westlichen Imperialisten unter der Führung der USA verwandeln die Welt in ein Pulverfass. Die Gefahr eines dritten Weltkrieges ist groß. Anfang 2017 veröffentlichte der Paritätische Wohlfahrtsverband den jüngsten Armutsbericht
und stellte wieder einmal einen historischen Höchststand fest. Denn die Armutsquote lag bei 15,7%. Umgerechnet heißt das, 12,9 Millionen Menschen sind in dieser Bundesrepublik offiziell arm. Ein besonderer Schwerpunkt bei der Armut ist dabei, bei Kindern und Rentnern zu erkennen. Was soll denn bitte an dieser Gesellschaft gerecht sein? Die deutschen Kapitalisten sind sich bewusst, dass diese sozialen Gegensätze nicht länger herunterzuspielen sind. Mit anonymen Millionenspenden verleihen sie dem Faschismus einen frischen Anstrich. Eng verbunden mit staatlichen Geheimgruppen macht sich der Faschismus wieder bereit zur blutigen Abrechnung mit der Arbeiterbewegung. Es gibt verschiedene Berichte, wonach der Verdächtige auf ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der Bundeswehr zurückgegriffen habe. Über welche Erkenntnisse verfügen Sie da, Herr Nant? Und eine weitere Frage, er soll auch eine Todesliste geführt haben. Was sind die Namen auf dieser Liste? Gibt es da neue Erkenntnisse? Schnöggersburg ist ja nach der offiziellen Darstellung der Bundeswehr eine Kriegsübungs- und Aufstandsbekämpfungsstadt. Und das war ein verbaler Fehlgriff, wie die Bundeswehr heute bedauert, dass sie das überhaupt zugegeben haben, dass sie die Aufstandsbekämpfung dort üben wollen. Damit haben sie ja zugegeben, dass sie auch innerhalb Europas gegen Zivilbevölkerung plant, eingesetzt zu werden. Und das ist natürlich, wenn man sich die Entwicklung anguckt im sozialen Bereich, die soziale Spaltung der europäischen Gesellschaften, dann sind da Unruhen zu befürchten, wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher. Die Geschichte darf sich nicht als Farce wiederholen. Die deutsche Arbeiterbewegung braucht die einheitliche, klare kommunistische Partei. Wir müssen um jeden Preis vorbereitet sein auf jede Boshaftigkeit der Bourgeoisie und den Verrat aller Spielarten der Sozialdemokratie. Die Arbeiterklasse wird nicht noch einmal um ihren Sieg betrogen. Dafür wurde die KPD 1990 in der DDR neu gegründet. Aber hierzu brauchen wir noch dich und dich. Zum Kampf sind wir geboren.